Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update und Multiplayer. Tja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen festgestellt, dass wir zu viele Sachen wohl gleichzeitig am Laufen haben. Und ich denke, es ist eine gute Idee, uns ein bisschen zu konzentrieren auf einige Sachen, die wir der Reihe nach machen. Vielleicht ist das eine bessere Idee. So, also, wir haben hier jetzt auch gute Voraussetzungen, weil unsere Sapiens hier in dieser Handelsstation, sage ich mal, in unserem zukünftigen Hafen, sind wieder weitestgehend gesund. Das sehen wir schon, also wenn wir daran denken, vor 2, 3 Folgen, da war hier über 2/3 bis 3/4 aller Köpfe dieses gelbe Kreuz, was bedeutet, irgendwie krank oder infiziert und noch nicht behandelt. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt ist die Frage, was macht die hier, Delivering? Was deliverst du denn? Was um Gottes Willen deliverst du? Und da sind noch welche, die irgendwas liefern. Ist das ein... I don't know. Ein Schüsselchen liefern die da hoch. Irgendwie so, vermute ich mal. Wahrscheinlich, weil hier fehlen hier Schüsselchen? Kann das sein? Haben wir hier leere Schüsselchen? Sieben Fired Bowls. Und hier haben wir 12. Also, wir haben hier keinen Mangel an Schüsselchen. Oh, Buddy. Ich verstehe es manchmal nicht so richtig. Okay, aber es ist so. So, wir müssen hier langsam wieder mal unsere Pro-Produktion anschmeißen, glaube ich. Weil es geht schon verdächtig weit nach unten. Und wir checken wieder mal und kriegen keine Cones. Okay, so. Also gut, hier sind 1, 2, 3, 4 sind auf dem Weg, um delivering an elderberry for construction to a crafting area. Also die liefern irgendwas hierauf für die Medikamentenproduktion. Das ist ja wunderbar, weil oben haben wir das nicht. Aber okay. Vielleicht übersehe ich da auch was. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Okay, so, aber wir können jetzt hier mal sagen, wir nehmen einfach mal 30 Sapiens und schicken die mal hier hin zum Arbeiten. Es ist jetzt früher Vormittag und ich denke, das macht Sinn, dass wir hier mal vorankommen. So. Da können wir nämlich auch jede Menge Betten reinpacken. Und Job. Und ja, wir sagen einfach Job und Replant. Das ist vielleicht eine gute Idee. Job und Replant. Dann wachsen die gleich wieder nach. Wir kriegen ja die Cones. Das ist ja super. Ja, also wir brauchen hier sicher auch noch ein paar Bretter. Das heißt, wir sollten uns hier jetzt. Tja, das ist jetzt die gute Frage. Haben wir hier irgendwo kleine Steine? Okay, da kommt schon
Unsere Mannschaft, da haben wir kleine Steine, oder ist das Rotten Manure? Das können wir jetzt nicht brauchen. So. Okay, die gehen jetzt an die Arbeit hier. Und ich sag mal hier so, wir tun das mal upgraden hier, damit hier mal ein bisschen Zug reinkommt. Genau, und dann sagen wir, wir machen hier einfach ein paar kleine Steine. Wir machen hier 14. Ist okay. So. Dann machen wir uns hier sechs Knives. Und dann bauen wir uns noch eine weitere Arbeitsstation. Und da schneiden wir jetzt Bretter. Weil es kann jetzt nicht sein, dass wir hier einen Brettermangel haben. So, die baut uns jetzt das Ding hier. Sehr gut. Und hier sagen wir, wir bauen jetzt Splitlocks. Und wir brauchen mal, was weiß ich, 40. Okay. Gut, die macht hier das Messerchen. Und sobald das Messerchen da ist, kann es hier losgehen mit ja, was auch immer. So, hier haben wir das Heu, das zukünftige. Okay. Und ich denke, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir haben hier 78 und wir brauchen für eine Wand, für eine Thatch-Wand brauchen wir 6. Wir haben wie viele Wände? Sagen wir mal 8. Wir haben auf jeder Seite 2, also 4 mal 2 haben 8, mal 2 ist 16, 2 haben wir schon, also 14. 14 mal 8 sind 80, 120. Das heißt, wir brauchen noch mehr Gras, wir brauchen noch mehr Heu. Okay, dann machen wir doch da noch mehr Heu. So. Okay, so. Ja, jetzt passiert hier was, ne? Jetzt passiert hier schon was. So, die beiden Steine müssen wir noch aus dem Weg räumen. Das heißt, in dem Moment, wo wir hier... jetzt haben wir hier das erste Messer. Er schneidet, er fängt jetzt an hier. Lernt er das? Nein, er kann das. Super. So, sie macht das zweite Messer. Das passt. Da haben wir schon zwei Messer. Okay, das heißt. Okay. Ja, wir lassen mal lieber noch ein paar Messer machen. Weil es scheinbar ist die Lebensdauer dieser Messer nicht so besonders groß. Und dann. So, da haben wir schon die ersten Bretter. Bingo. Weil es fehlen uns dann noch ein paar Bretter und die werden jetzt auch schon geliefert und dann können wir die Bodenplatten fertig bauen hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. So. Alles klar. So, hier ist noch... Hier passiert noch nichts. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen aufwerten, damit hier das ein bisschen schneller geht mit dem Heu, weil das muss ja noch trocknen. Das geht zwar relativ schnell, aber schubidubidu. Okay, da hinten. Aha. Ja, jetzt kommen da von oben noch welche runter. Clearing. Wenn ich die Priorität erhöhe, dann
Wandern die jetzt alle hier runter? Na, nur eine im Moment. Ja, jetzt dreht sie wieder um. Okay. Ja, die kommen jetzt alle. Jetzt drehen sie wieder um. Okay. Also ich glaube, dieses Priorisieren, das führt dazu, dass die Reichweite des Auftrags auch deutlich erhöht wird. Das heißt, es zieht sofort eine ganze Menge Sapiens aus der, auch aus der weiteren Umgebung dazu. Das ist natürlich gut zu wissen. Ne? Das ist natürlich gut zu wissen. So. Macht ihr Rocknapping? Ja, ihr macht Rocknapping. Das heißt, wir bauen tatsächlich nochmal eins, weil ich brauche jetzt, hier. Und wir bauen ja eh kleine, ja, Steine, sehr gut. Ich brauche jetzt hier Stone Pickaxes. Und zwar, naja, ich denke, 6 reichen. Und wir haben irgendwo hier drüben haben wir Flachs, richtig? In Reichweite. Hier nicht. Aber da drüben haben wir Flachs. Ja, hier haben wir Flachs. Das heißt, ich denke, das ist in Reichweite. Das ist jetzt ein bisschen umständlich, die zu holen, aber das passt schon. So, wenn die hier mit den Messern fertig sind. 4. Und das müssen wir auch irgendwie ab. Was holt der denn da? Der holt Bambus von da hinten. Der holt Äste von da hinten. Weil wir nicht genügend haben. Ja, ihr solltet einfach mal die hier, die ich eh gesagt habe, die solltet ihr check, mal abholzen. Und die hier auch. Irgendwie, ich weiß auch nicht, funktioniert das nicht mehr so, wie es soll. Weil dann haben wir hier genügend Äste. Und wir brauchen hier jetzt jede Menge Äste, das ist schon klar. So, hier sind die Messer durch. Dann können wir hier anfangen, Stone Pickaxes zu bauen. Und zwar die 6, die wir da an Heads in Auftrag gegeben haben. Und schau mal, wie das jetzt alles hier flutscht. Das ist doch super. Es ist Mittag. Es ist Mittag. Schaffen wir das hier mit den Hütten bis zum Abend? Gute Frage. Dann könnte wenigstens ein Teil schon hier bleiben. Vorausgesetzt wir... Ja, es schaut auch so aus, als hätten wir dann genügend Heu. Weil das meiste Heu liegt ja schon auf der Baustelle. Für die Betten. Ich denke jetzt an die Betten. Wenn sobald hier was fertig ist, können wir auch Betten bauen. Das Problem ist nur, die ganzen Baumeister hier lernen es erst noch. Uiuiuiui. Wir haben hier keine Baumeister, die Thatch-Bauten schon können. Das ist echt ein bisschen ein Problem. Das heißt, da sehe ich jetzt ein bisschen schwarz, dass das bis zum Abend tatsächlich klappt. So, die haben jetzt die Bäume abgeholzt und auch schon neu gepflanzt. Okay. Was liegt hier rum? Sandstone. Na gut, dann holen wir uns den doch. Achso, das muss erst noch gepflanzt werden. Okay. Hier liegen kleine Steine. Die holen wir uns jetzt auch, weil die können wir alle brauchen. Die können wir alle brauchen. Die Steine. Hier liegen noch mehr. Na, nur einer. So,
So, das ist Dünger, den können wir, Moment, haben wir dafür noch keine Verwendung. So, aber da ist das erste Dach ist schon fertig, immerhin. Das heißt, das ist jetzt schon inside. Okay. Wir brauchen dann eh jede Menge Pickaxes auch für hier, für das Gestein, um das wegzuarbeiten. Also erstmal müssen wir diese Boulder hier entfernen und dann können wir unseren Kanal hier weiterbauen. Ich finde es immer toll, wie sich die Form hier so shaped, wenn man näher kommt. Erst sieht es so unscheinbar aus, aber dann plötzlich zack. So, okay. So, ist es Mittag durch. So, wir haben die erste Pickaxe. Oh, wir haben zu wenig Speicher. Wir brauchen mehr Speicherplatz hier. Wir brauchen mehr Speicherplatz. Das ist ja blöd, wenn die Pickaxe da hinten liegt, wo sie keiner braucht. So, und damit haben wir hier schon ein Grün. Das heißt, die können jetzt hier auch weggearbeitet werden. Okay, super. Und wir checken noch mal ganz kurz in die Richtung. Hier ist Getreide, da müssen wir noch ein paar Bäume abholzen, da müssen wir noch mehr abholzen. Ja, und hier, wir haben noch einen ziemlichen Weg vor uns. Wir haben schon noch ein bisschen was vor uns. So ist es nicht. Also ich denke, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wir haben vielleicht, wenn es hochkommt, ein Viertel. Ein Viertel, ja, ein Viertel, wenn es hochkommt. Okay, aber wir schauen mal. A mud brick column has been. Wo denn? Habe ich hier irgendwo mud bricks? Ja, das ist eine mud brick column. Und wo ist da eine beschädigt worden? Wieso habe ich die nicht? Ah, hier. Ja, er baut es schon. Oder sie. Okay. Das heißt, wir brauchen aber Mud Bricks. Die haben wir noch, denke ich. Da haben wir noch Mud Bricks. Ja, hier. Bricks, ja. Mud Brick. Okay. Tja, und wir produzieren immer noch Fliesen. Hier mit dem Ton. Okay. Ja, kontinuierlich. Dann sollte man die natürlich auch mal brennen. Fällt mir da gerade ein, ne? Was machen wir denn hier mit dem Brennöfen? Das können wir vergessen. Dann sagen wir, wir machen hier kontinuierlich Mud Bricks. Tja. Mal schauen. So, ja, dann brennen wir uns hier mal die Fliesen. Die brauchen wir dann für unsere Dächer. Und wir haben hier ja schon wirklich jede Menge ungebrannte. Zweiten Stapel hier schon. Wir schauen mal, was ist denn hier eigentlich? Da ist Flachs, aber das können wir auch noch umwidmen, falls da noch welche dazukommen. Und hier, ja, das können wir auch. Machen wir hier auch teils. Okay, so. Tja, da haben wir unser Steinlager, aber das haben wir ein bisschen vernachlässigt, ehrlich gesagt. Da ist jetzt hauptsächlich ein Außenlager geworden. Und hier ist das andere. Und das ist alles voll. Wahnsinn. Okay, das heißt, tja.
Und haben wir jetzt noch, haben wir noch Baumstämme hier? Ja, wir haben noch ein paar Baumstämme. Und wir haben hier hinten auch wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen Bretter. Ja, ein Stapel haben wir hier tatsächlich drinnen. Interessant. Die eine Reihe. Interessant. Okay, ja, da ist der Schlitten. Der ist jetzt ein bisschen sinnlos geworden, weil das hinten wahrscheinlich leer ist. Dann sagen wir hier Accept None und wir schicken ihn mal hier hin. Okay, gut. Also im Moment konzentrieren wir uns. Da haben wir noch jemand, der ganz stark rot ist. Warum bist du rot? Weil du trauerst. Okay, ja. Sorry for that. Aber wir sollten mal hier am Ball bleiben. Wie schauen wir hier aus? Okay, die Hütte, die eine hier ist fertig. Da fehlen uns noch Bretter. Warum fehlen uns hier noch Bretter? Werden die nur geschnitten? Ja, die werden noch geschnitten. Also die werden noch produziert. Dann können wir hier vielleicht noch mal ein paar Splitlocks bauen. Sagen wir, wir machen hier auch noch mal 40. Dann können wir parallel arbeiten. Wir haben noch drei Messer, die werden nicht mehr so ewig lang halten. Und da, was Crafting Stone Pickaxes 4, okay. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis er das Flax Twine holt von da hinten. Das ist schon klar, das wusste ich und das ist ein bisschen blöd, aber jetzt da extra einen Schlitten hinzuschicken, war mir jetzt ein bisschen zu viel Action für die paar Dinger, die wir hier holen. Bist du ein Stone? Ja, du bist ein Plain Rock. Na komm, dann holen wir dich noch. Und jetzt werden die Boulder hier schon abgearbeitet. Das ist sehr gut. Und ja, wir werden es trotzdem heute nicht schaffen mit den Häuschen hier. Wir haben hier, wie viel Sapiens haben wir denn hier vor Ort? Ungefähr. Wenn wir mal so zählen. Pi mal Daumen. 36. Also wir bräuchten, da hinten haben wir auch noch ein paar. Wir bräuchten also 40 Betten. Und ist das schon. Naja, wir bauen mal einfach ein paar. Das schadet ja nicht, wenn wir jetzt hier ein paar hinbauen. Eins, zwei, vier. So, dann lassen wir da mal das erste fertig bauen. Dann sehen wir nämlich sofort, ob das Inside ist. Irgendwie bin ich da ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich glaube, das war auf dem Shroom Multiplayer-Server, der im Moment offline ist, aktuell. Das ist Inside, ja. Da war es so, dass plötzlich eben irgendwelche Betten, obwohl ein Dach drüber war, die nicht mehr Inside waren, sondern plötzlich Outside. Und das ist natürlich ziemlich ja, blöd, wenn du da, was weiß ich, 60, 70 Betten baust für die Sapiens, die sind fertig und dann stellst du fest, ups, überraschenderweise sind die aber gar nicht drinnen, sondern die sind draußen. Und die ganzen Sapiens sind angepisst, weil sie im Prinzip im Freien schlafen. Und ja, was soll ich sagen? Das war ein bisschen eine böse Überraschung, so gesehen. Und
Aber und seitdem prüfe ich das immer so ein bisschen, um sicher zu gehen, dass wenn ich irgendwo ein Dach hinbaue und da ein Bett drunter baue, dass das tatsächlich dann auch inside ist und nicht outside. So, jetzt ist die Frage, wie viel von diesen Betten kriegen wir noch fertig gebaut, bis es dunkel wird. Ne? Ich glaube, Heu haben wir genügend. Heu haben wir genügend. Also es müsste schon klappen, aber die Frage ist, wir haben jetzt da 9 oder 10 pro Seite. Und wir brauchen noch Fackel. Wir brauchen noch eine Fackel. Das brauchen wir sofort noch hier drinnen, dass es hell genug bleibt. Die stellen wir am besten hier hin. So, und hier draußen brauchen wir auch eine Fackel, damit es noch hell bleibt für die Arbeiten. Falls. Wir brauchen hier noch eine Fackel und vielleicht hier drunten noch bei den Speichern. Ist die Frage, wie schnell die jetzt noch in Betrieb genommen werden. Ja, also das habe ich jetzt natürlich wieder ein bisschen übersehen. Toki, das gefällt mir irgendwie. Toki gefällt mir. So, und wir können da sogar noch ein Bett reinpacken. Hier. So. Okay, also, wie viele fertige Betten haben wir denn hier? Schauen wir mal, wie viele fertige? 34, ein paar werden noch fertig gebaut. Wie viele Sapiens haben wir hier? 35, 37. Ja, das wird vielleicht ein bisschen knapp, aber wir denken mal, es funktioniert. Was machst du denn? Bitte komm zurück. Komm hierher zurück. Du schaffst es nicht mehr heute. Und du schaffst es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Wichtiges deliveren wollen, hinliefern wollen. Es ist ein bisschen schwierig. So, das nächste Problem, das wir jetzt natürlich haben, wenn da schon die Sapiens dort schlafen. Wir haben 11 Beetroots und 46 Bananen. Den Schlitten, den wollen wir noch hier hin. Den wollen wir noch hier hinbringen. Zack. Weil. So, ihr beide, ihr geht am besten zurück. Ich glaube, ihr seid fit genug. Und ihr könnt noch hier zurückgehen. Ja, da kommt der Schlitten. Weil hier haben wir Brot. Ja, hier haben wir Brot. Also hier ist kein Mangel an Nahrung. Und hier, ja, die Fackeln werden nicht mehr aufgestellt. Das ist das Problem. Das heißt, es wird hier dunkel. Ja, doch eine wird noch. Das ist super. Das ist super, das heißt, bleibt hier noch ein bisschen hell. Okay. Jetzt ist die Frage, kriegen wir noch die Betten gebaut? Nee, kriegen wir nicht mehr gebaut, weil hier das letzte Heu noch fehlt.
Das holen die schon da hinten. Okay. Ja, da haben wir doch ein bisschen verrechnet. Da dachte ich, okay, das passt, aber es ist doch nicht mehr. Und hier wird der letzte Boden gemacht. Also wir haben hier jetzt wie viele Betten? 48 Betten. Das heißt, das reicht uns in jedem Fall. Das heißt, hier kommen du hast Hunger, ja. Nee, du hast jetzt gegessen. Ist unser Schlitten schon hier irgendwie? Ja, die holen jetzt das Heu. Der Schlitten müsste hier sein, eigentlich. Ja, der Schlitten ist da. Und da werden auch schon die Bananen gegessen. Okay. Ja, das reicht jetzt nicht für ewig. Zwei Fackeln sind an. Das ist immerhin schon mal etwas. Und ich glaube, die meisten Sapiens hier können tatsächlich, und du holst wahrscheinlich noch Heu. Plain Rock. Wo holst du denn den Rock? Oh, okay, hier hinten. Okay. Und was machst du? Delivering. Vergiss es. Warum wollen die immer nur mitten in der Nacht losziehen und irgendwas liefern? So. Was macht ihr? Moving towards home. Nein, ihr sollt dahin gehen. Genau, ihr geht jetzt ins Bett und das tut ihr eh schon freiwillig. Und okay, ja, ist ja super. Schau mal. Und das ist jetzt super. Warum bist du gelb? Ah, weil du ein bisschen überarbeitet warst. Okay, als Älterer sei dir das genehmigt. Und den hier, du musst noch hier zurückgehen. Und zwischendrin haben wir auch niemanden mehr. Also wir haben jetzt alle so halbwegs unter Dach und Fach. Wir haben da drüben Essen. Aber wir müssen natürlich schauen. Wie schaut es denn hier mit Brot aus? Ja, das heißt, wir machen hier mal Folgendes. Wenn ich noch einen leeren Schlitten finde. Ja, dann sagen wir hier Flatbread. Und sagen Receive Item. Und sag hier und bring den ganzen Spaß. Ja, sie isst noch schnell, das ist gut. Und bring, nee, und sobald das Ding vollgefüllt ist, können wir es nach hinten stellen, weil ich habe noch keinen überdachten Speicher. Das heißt, wir müssen es im Schlitten lassen. Na, wir müssen es im Schlitten lassen. Gut, also jetzt haben wir hier unseren Stützpunkt etabliert. Das ist ja schon mal ganz super. Das ist schon mal ganz super. Und jetzt schauen wir noch mal hier, was hier eigentlich los ist. Du musst natürlich auch noch. Du bist verletzt, du hast dich gebrannt und du musst noch hier hingehen und im Bett schlafen, nicht draußen. So. Mach das mal. Und wir brauchen hier wieder Gras, Heu. Wir brauchen hier wieder Heu. Das heißt, Select und Mähen. Und hier brauchen wir es wahrscheinlich auch. Dann gehen unsere ganzen Fackeln aus. Das ist das Problem, wenn wir kein Heu mehr haben. Das heißt, hier auch. Und Select und Heu. Und hier drüben haben wir wahrscheinlich dasselbe Problem. Ja. Da haben wir dasselbe Problem und auch da machen wir Select und Heu. So, gut. Das war der erste Streich. Dann checken wir mal kurz. Ich denke, jetzt sind alle im Bett. Wir machen mal kurz Pause. Jetzt haben wir hier schon drei Chefs mit Dingen. Wir haben eine Verletzung, vier Burn und jede Menge Virus. Eine Verletzung, vier Burn. Nochmal eine Burn, zwei. Und
Wie schaut es hier aus? Hier haben wir nur Virus. Also wir brauchen, ja, wir brauchen noch ein paar Verletzungen und ein paar Burn. Das heißt, wir brauchen noch Poppies. Sagen wir mal 12, okay. 12 Poppies. Dann brauchen wir, wie viel sind denn das? Marigold, 21. Mhm. Das heißt, wir können noch 10 Verletzung. Wir brauchen 12 Turmeric. 12 Turmeric. Und wir brauchen, ja, wir haben da eh nicht mehr allzu viel. 9. Ja, da bleibt sogar 1 über. Und dann brauchen wir jede Menge hier Elderberries, aber die sind hoffentlich im Moment wieder alle nachgewachsen, oder größtenteils. Ja. So. Gut. Und hier schaut es doch gut aus. Wie schaut es mit Brennmaterial aus für unsere Lagerfeuer? Das geht hier langsam zur Neige. Also wenn hier die Wiesen gemäht sind, wir schauen mal hier. Ja, wir könnten Äste ernten, aber keine Cones. Okay, wenn die Wiesen gemäht sind hier für den Heunachschub, für unsere Fackeln, dann sollten wir wieder auch für Brennmaterial sorgen. Hier genauso. Ja. Gut, also haben wir jetzt drei Standorte. Kleiner Hiccup. Drei Standorte. Hier unsere Hauptstadt. Dann haben wir da unten unseren zukünftigen Hafen. Und dann haben wir da hinten die Baustelle für unseren Kanal. Und ich würde sagen, ja, das ist doch gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Und wir bauen jetzt erstmal den Kanal fertig. Ich bin wirklich begierig mit dem Kanu, weil die sind einfach schnell. Und um mal schnell dahin zu kommen, ist es schon okay. Und ich würde sagen, wir könnten da so Sachen machen wie, wir schicken mal mit dem Kanu Bambus-Seeds und Pinecones dahin, weil die, glaube ich, kann man in nennenswerten Mengen produzieren. Wir machen dort ein kleines am Zielhafen, wo wir unseren kleinen Handelshafen da hinten bei den Freunden aufbauen wollen. Da schicken wir erstmal Pinecones und so weiter hin, bauen vielleicht eine kleine Hütte mit ein paar Schlafplätzen, damit die Boten, die wir da hin und her schicken, zur Not auch dort schlafen können, brauchen vielleicht, bauen Obst und Gemüse an, damit wir Nahrungsquellen haben. Und wenn es dann dort alles so ein bisschen angewachsen ist und wir langsam davon ausgehen können, wir haben dort Holz, wir haben Brennmaterial, wir haben Nahrung, wir haben und so weiter, dann können wir da dauerhaft ein paar Sapiens tatsächlich hinschicken, die dann dort einfach bleiben. Und mit denen können wir dann diese Station weiter ausbauen. Ja, das ist so wie die Besiedlung von Amerika, ne? man macht so eine kleine Siedlung auf und kämpft am Anfang mal ums Überleben, dass die Leute nicht verhungern, ne? Und irgendwann hat man es dann hoffentlich geschafft. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wenn ihr selber spielt, have fun. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.